Meine Lieben, ich grüße euch zur neuen Tagesbotschaft. Wir schauen, welche Energien sich heute zeigen möchten. Aber denkt bitte, es ist eine allgemeine Legung. Das heißt, die Karten können, müssen nicht mit euch in Resonanz gehen. Der heutige Tag ist hier geprägt von erstmal zweimal der Königin der Schwerter. Die Königin der Schwerter aus dem normalen Tarot und aus dem Tarot. Was kommt danach? Es kann sich also hier erstmal um eine Person handeln, die entweder Waage, Zwillinge, Wassermann Energie in sich trägt oder eine Person, die heute sehr analytisch, klar, klug, sehr kommunikationsstark vorgeht oder handelt und agiert oder reagiert. Ne? Das kannst jetzt du sein oder ein Gegenüber. In erster Linie, die erste Karte, die sich hier ganz klar gezeigt hat, ist das Rad des Schicksals. Irgendetwas wendet sich, ein Blatt wendet sich, eine Situation, ja, wendet sich. Es geht um etwas, was hier Kummer und Herzschmerz bedeutet hatte. Ich sage bewusst hatte, weil danach sind auch gleich nach den drei der Schwertern die zwei der Kelche gefallen, die wiederum hier für eine Heilung einer Situation stehen, die euch wirklich tief getroffen haben. Oder man hat ja eine Entscheidung getroffen, wie eine Königin der Schwerter, und man hat entschieden, Frieden zu schließen. Das kann jetzt tatsächlich sein, dass jemand im Außen auf dich zukommt und Frieden schließen möchte, sich versöhnen möchte. Oder dass du hier Frieden mit dir und einer Situation im Innen für dich selbst schließt. Mit einem König der Münzen geht es hier aber auch um eine andere Person oder um einen anderen Persönlichkeitsanteil von dir. Ne? Deswegen sage ich, die Versöhnung könnte hier mit dir selbst oder mit einer anderen Person sein. Irgendetwas wird hier heute ganz klar zum Abschluss gebracht. Es kann sein, dass du eine Erkenntnis bekommst, wo du dich eventuell selbst getäuscht hast oder wo du dich hast täuschen lassen, oder eine andere Person kommt zu der Erkenntnis, dass diese Person sich selbst getäuscht hat oder auch getäuscht wurde. Also es geht auch hier so ein bisschen um dieses Erkennen der Wahrheit, beziehungsweise um eine Situation, ja, wo man eigentlich wieder auferstehen darf mit dem Tod aus dem Eftertau, wo die Sonne wieder bereits am Himmel steht. Das heißt, etwas ist abgestorben, etwas ist beendet und darf jetzt in die Neugeburt gehen. Also man hat eigentlich das Schlimmste schon überstanden und hinter sich gebracht. Und hier geht es ganz klar um Heilung, um Versöhnung, ja, um einfach wieder so etwas in die Balance zu bringen, aber auch um Abschied zu nehmen. Ne? Also egal, wie man sich hier vielleicht dann in einer Situation entscheidet, man darf von etwas abschieden. Abschied nehmen, was einfach nicht funktioniert hat. Mit den 10 der Kelche und den 6 der Kelche, ja, aus dem Tarot, was kommt danach, geht es hier auf jeden Fall um emotionale Belange. Es geht um die innere Erfüllung. Es geht um Erinnerung. Es kann sich aber auch hier mit dem Bube der Stäbe auch tatsächlich um innere Kindthemen handeln. Ja, vielleicht hat hier jemand oder du selbst in bestimmten oder in einer bestimmten Situation oder Angelegenheit eine bestimmte Reaktion oder Aktion gemacht, wo man jetzt erkennen darf, warum man so agiert hat und ob das auch tatsächlich richtig war. Ne? Weil es kann auch sein, dass man hier jetzt erkennt, wo eventuell etwas falsch gelaufen ist, weil aus Lektion deiner Seele, dem Kartendeck, ist die Karte des Scheiterns gefallen. Ich verstehe, dass Fehler Chancen sind, etwas zu lernen. Vielleicht hast du in einer Angelegenheit für dich erkannt, dass du vielleicht falsch reagiert, agiert hast, falsch gehandelt hast. Oder ein anderer Mensch erkennt, dass man in einer Situation oder vielleicht dir gegenüber sich falsch verhalten hat, dass man gescheitert ist. Oder es geht tatsächlich um das Scheitern einer Angelegenheit, in die man viel Hoffnung gesteckt hat, dass man sich von etwas einfach etwas erhofft hat, was letztendlich nicht umsetzbar war oder zumindest nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Und mit der Königin der Schwerter zweimal kann es auch sein, dass man Bilanz zieht in einer Angelegenheit und jetzt trotzdem liebevoll abschließt und Frieden schließt. Na, manchmal ist es ja so, man hatte eine gewisse Vorstellung von dem Projekt oder einer Verbindung, einer Freundschaft, einer Partnerschaft, wie auch immer. Und irgendwie hat es dann doch nicht so funktioniert. Man hat sich vielleicht eine Zeit lang auch Vorwürfe gemacht mit den drei der Schwerter. Ne? Man hat
viel vielleicht auch ausgehalten, versucht zu kämpfen, zu machen, zu tun. Und letztendlich hat man hier an Dingen festgehalten, die eigentlich schon mit dem Tod, eigentlich schon dem Ende nah waren. Ne? Und hier kann es jetzt sein, weil man vielleicht etwas nicht einsehen wollte, wo man gescheitert ist, dass man jetzt sagt, ey, okay, es ist vollkommen okay, wir sind alles Menschen, wir machen alle Fehler. Und es ist nichts ohne Grund passiert. Ich durfte daraus lernen. Und hier geht es wieder um die Verbindung. Ne? Man schaut wieder, welche Ziele habe ich denn? Okay, das eine hat jetzt nicht so funktioniert. Ich verlasse diese Situation, die darf jetzt gehen und absterben. Ich komme in die Heilung, in die Versöhnung mit mir selbst. Und vielleicht hat man auch hier jemandem wirklich Unrecht getan oder dir wurde Unrecht getan. Und hier geht man wieder auf dieses Aufeinander zu. Ne? Hier mit den zwei der Stäben, dass man versucht, in wieder eine neue Verbindung zu gehen. Und hier haben wir die zwei der Kelche, die auch wieder für eine Annäherung stehen. Ne? Oder man verbindet sich halt mit eigenen Anteilen in sich selbst. Also es geht letztendlich darum, was eigentlich schon lange verloren war, hier aufzugeben, die Chance darin zu sehen, ich habe gelernt, dies, das und jenes. Und jetzt beginne ich hier neu. Ich versöhne mich damit, ich schließe Frieden damit und beginne neu. Ne? Mit dem König der Münzen kann das natürlich auch eine Situation sein, dass ich sage, okay, ich bepflanze jetzt neues Land, ich weiß, was ich jetzt möchte, ich mache es jetzt anders. Ne? Ja, genau. Also das könnte heute hier tatsächlich die Message dieser Tagesbotschaft sein. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen zauberhaften Tag, bleibt mir alle schön gesund und hoffentlich bis bald. Eure Helene.